Gut. Wir sind erstmal raus. Da liegt noch ein Dokument. Hallo. Das möchte ich lesen. Therapiestatus. Luzide Traumfiguren bleiben weiterhin verschwommen. Gloskin behauptet fest, konstant Kontrolle über die Traumphasen zu haben. Jedoch stimmen seine Berichte nicht mit dem REM-Zyklen überein. Extrem arrhythmisches REM-NREM. Morphogenetischer Antrieb hat sich bei 90 ppm stabilisiert. Schwere bronchiale Akkumulation. Der Ausschlag, der vermutlich durch die Hormontherapie hervorgerufen wurde, hat sich zurückentwickelt und ist verschwunden, seitdem keine Latexschläuche mehr verwendet werden. Noch immer ist es frustrierend, Glaskin zu befragen, da er kontinuierlich versucht, uns das zu sagen, was wir hören wollen, während er gleichzeitig geschickt versucht, bestimmte Elemente der Wahrheit zu umgehen. Seine Kindheit bleibt weiterhin offensichtlich fiktiv. Er behauptet, er sei in Erwachsenen. Müsste man sein, aufgewachsen. Trotz der traumatischen und gewalttätigen sexuellen Erfahrungen, die sowohl in öffentlichen als auch medizinischen Berichten zu finden sind. Als ich ihn mit Bildern konfrontierte, die sein Vater und sein Onkel aufnahmen, reagierte er mit einer Mischung aus Lachen und Wut und er wurde fixiert. Auf eine ähnliche Weise weigerte er sich auch, über seine Opfer zu sprechen, sowohl kategorisch als auch spezifisch. Als ich ihm Bilder der Frauen zeigte, weigerte er sich zuzugeben, dass sie tot oder verstümmelt seien. Er behauptet, Fortschritte im morphogenetischen Antriebsprogramm gemacht zu haben, die er bisher nicht erreicht hat. Er sagte, er könne deutlich die Stimme des Warrider hören, wenn er nur die Augen schließen würde. Er versucht ganz offensichtlich immer noch seinen Ärzten zu schmeicheln. Ich werde nicht spekulieren, was er sich davon verspricht. Ist das Glaskin gewesen, da? Bah. Okay, wir haben 0 Batterien. Warum auch immer. Irgendwie hat er uns alle weggenommen, so wie es aussieht. Das heißt, wir bräuchten mal dringend wieder welche. Scheiße. Ohne Batterien habe ich das Gefühl, kommen wir hier nicht weit, oder? Mach auf. So, wo sind wir nun? Okay, ich gehe erstmal hier lang wegen Batterien. Da liegt schon mal eine. Das war's aber, glaube ich, auch. Aus irgendeinem Grund können wir gerade gucken, obwohl wir keine Batterie haben. Das ist ja krass. Das werde ich mal ausnutzen, solange es geht. Okay, hier ist Exit. Für diese Tür ist ein Schlüssel notwendig, im Ernst. Ah. Oh. Okay. Finde den Schlüssel. Okay, mach ich. Aus irgendeinem Grund können wir so auch gucken. Aber nicht gut, ne? Warte mal, was ist hier? Okay, wir werden das mal eben wechseln. Da ist noch eine Batterie. Okay, das heißt, wir müssen jetzt mega, mega, mega sparsam sein. Wir haben gerade wirklich nicht viel hier zum Verplempern. Da liegt noch einer. Okay, jetzt fühle ich mich schon wieder ein bisschen besser. Hallo? Ach so, ich bin hier lang gegangen. Da oben geht's weiter. Oh, der kommt da bestimmt nochmal, wenn ich einen Schlüssel suchen muss. Das. Hallo? Das passiert ja nicht. Also, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Was zur Hölle? Körper hängen von der Decke wie nasse Wäsche, wie gehäutete Hasen. Verstümmelte Männer, gejagt und ermordert. Die kürzeste Distanz zwischen zwei Punkten teilt Gewalt von verdorbener Lust. Welche Geschichte er sich auch immer wieder erzählt. Er erschafft keine Frauen, um ihm Kinder zu gebären. Er erschafft Frauen, um sie umzubringen. Lisa, ich will diesen Ort mit allen Beweisen, dass er je existierte, bis auf die Grundmauern abbrennen. Die Murkoff Corporation vernichten, ihn in Schande begraben, ihnen das Geld wegnehmen, sie aus der Geschichte löschen. Dieser Mann glaubt, er sei verliebt. Er ist überzeugt, die Therapie habe ihm geholfen. Es stinkt alles nach Tod und Angst, Pisse und kupfernes Blut, Fleisch, das zu Aas wird. Oh Gott. Boah, wie viele der hier hängen hat!
hört ihr die Musik schon wieder. Wie die Musik schon wieder abgeht. Das Problem ist auch dieses Gehumpel. Ich habe das Gefühl, ich bin immer irgendwie zu langsam. Holt er mich jetzt hier wieder raus? Boah, das Gesinge von dem ist so creepy, oder? Ich finde das total creepy, wie der immer am Singen ist. Ich glaube aber, er entfernt sich. Hier ist noch ein Raum. Musik. Batterie? Ja. Hä? Was ist denn hin? Komm ich ja her. Ist das hier auf? Nein. Ah, hier ist auf. Oh Gott. Oh, da ist eine Braut. Oder sowas. Schlüssel. Was? Fuck. Ich glaube, ich muss hier durch. Nein. Psst. Ruhe bewahren. Ganz ruhig. Okay, jetzt müssen wir hier irgendwie wieder raus. Oh, fuck. Lass mich doch. Oh, Mann! Das müssen wir irgendwie anders machen. Man kann nicht einmal an dem vorbeilaufen irgendwie. Nicht einmal. Das ist total verrückt. Normalerweise konnte man ja den immer einmal so entgegenlaufen und dann... Oh Gott, ich bin hier. Ich weiß auch nicht, ob ich hier überhaupt rein muss, so, aber... Warum sonst sollte hier dieses Ding auch so vor sein? Ich muss irgendwie wieder mal an dem vorbei. Because I can. Okay. Dann nochmal hier rein jetzt. Er ist irgendwo drüber gehüpft. Dort. Ich gehe mal da lang, wo ich hergekommen bin. Da in die Ecke.
Mal gucken, ob der hier vorbeikommt. Ich muss irgendwie rausfinden, wie der geht oder so, damit ich den einmal umrunden kann irgendwie. Kommt der hier rein? Vielleicht kann ich ihn auch komplett einmal... Okay, da kommt er, glaube ich, gerade zurück. Ich habe ihn wieder hüpfen hören. Er scheint aber nicht unbedingt in diesen Raum hier reinzukommen. Das heißt, ich gehe jetzt vielleicht nochmal durch die Kirche da. Wo ist er? Okay, er ist nicht hier. Es war irgendwie nur so ein furchtbares Geräusch gerade, aber ein Geschreie von ihm. Ich glaube, er ist nicht hier. Und er kann halt nicht durch diesen Dings da durch. Er kann da halt nicht durch. Das heißt, vermutlich ist das so meine Chance, einmal um den irgendwie rumzukommen. Mir das dort irgendwas? Okay. Wir müssen also warten im Prinzip, bis der einmal hier durch ist, über den Tisch gehopst ist, dann gehen wir vor und dann müssten wir eigentlich nur da vorne... Was? Wieso hat der mich jetzt gesehen? Scheiße. Sollte mich eigentlich nicht sehen. Okay, der hüpft da wirklich immer so hin und her. Das... Das müsste doch im Prinzip irgendwie unsere Chance sein, oder? Dachte ich jetzt irgendwie, dass das so funktioniert, aber scheinbar hat er uns halt doch gesehen. Aber hier Licht ist. Aber hier nicht. Okay, laufen. 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 Geh. Boah. Mein Herz, ey. Ohne Witz. Kann nicht mehr. Oh. Der Typ ist wirklich schrecklich. Aber jetzt haben wir den Schlüssel. Mal auf. Oh. Wir haben den Schlüssel und jetzt will ich hier nur noch raus. Was? Och nee, Mann! Fuck! Was? Nein, 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 nein! Ih, nein, der hängt mich auf! Oh, scheiße! Das kann doch nicht das Ende sein von Whalen Park jetzt. Boah, ist der irre, Mann. Oh, Gott. Oh, scheiße. Oh, oh, irgendwas reißt. Ich glaube, das ist gut. Oh.
Oh, ich muss die Maus bewegen. Bewegen! Oh! Was war jetzt? Was war jetzt? Was passiert? Ah, ah, ah! Oh. Was passiert, Mann? Oh, mein Herz! Ah! Er stirbt! Ich glaube, er stirbt. Irgend so eine Seilkonstruktion hier hat sich gelöst. Wow. Er ist tot! Er ist tot! Er ist tot! Der Animateurchirurg, künftiger Vater-Ehemann. Seine Eingeweide sind zerrissen und aus seinem Bauch gezogen. Ich versuche nicht zu lachen. Ich habe gelacht. Oh Gott, Lisa, ich schwöre, ich gebe mir Mühe. Geil! Kann man jetzt hier einfach durch? Ja. Jetzt aber raus, wa? Er ist tot! Ah, Barbecue-Mann lebt aber noch. Und Kettenmann auch. Gott, ich will hier raus jetzt. Los. Hallo, da war Exit. Komm. Exit heißt, alles wird gut. Mail Ward. Nee. Ich renne jetzt ein bisschen, einfach weil ich keinen Bock mehr habe. Ach. Huch. Oh, ich wollte mir das gerade angucken. Ah, ich darf es mir angucken. Die Kirche brennt. Eine Kapelle brennt in der Ferne. Ich wusste nicht mal, dass wir eine Kirche hatten. Wo ist Gott, wenn man ihn braucht? Ob das jetzt schon der Zeitpunkt... nee. Wo am Ende vom Hauptspiel sich der Vater Martin da anzünden lässt am Kreuz. Aber so spät kann es ja nicht schon sein, oder? Kann es schon so spät sein? Was? Puls checken? Was? Hier wird geballert? Warum wird hier geballert? Oh Gott. Hier wurde gerade geschossen. Da liegt noch eine Akte. Sehr geehrte Herren, der Grundstein wurde gelegt, um einen ereignislosen Austritt von Rudolf Wernicke aus dem tragenden und finanziellen System von Mount Massive zu gewährleisten. Sein fortgeschrittenes Alter sollte allen möglichen Verdächtigungen unter den Vertragsarbeiten und den Angestellten entgegenwirken, welche ihn netterweise mit dem Spitznamen der Gruftwächter belegt haben. Und juristisch gesehen starb er vor 2 Jahren. Ja genau, das hatten wir im Hauptspiel ja auch gelesen, dass er irgendwie schon tot sein sollte. Das stand in den Akten im Hauptspiel nämlich immer drin. Soweit ich verstanden habe, wurde die Verlegung des Patienten blablabla bereits geplant. Wir alle sind schrecklich aufgeregt über das offensichtliche Profitpotenzial des neuen Projektes. Meine Wissenschaftler haben Wernickes Unterlagen durchforstet und fanden keinen Hinweis auf die 3 luziden Träumer. Ich denke, es ist eine sichere Annahme, dass Wernicke durch den teilweisen Erfolg mit seinem Patienten Billy Hope und seiner eigenen Gebrechlichkeit so sehr abgelenkt war, dass er zu blind war, um die tatsächliche Entdeckung zu erfassen und zu realisieren. Selbst eine minimale Ausbeutung dieser Ressource ist kaum zu unterschätzen. Ich hoffe nur, dass die neue Anlage gründlich genug abgeschirmt ist, um Frauen zuzulassen, sodass ich zukünftige Resultate mit meinen eigenen Augen sehen kann. Helen Granat. Schadensbegrenzung. Mhm. Genau, die haben den also quasi einfach hier so rausgemobbt. Einfach rausgeschrieben aus allem. Weil der irgendwie, das hat er uns ja auch erzählt dann im Hauptspiel. Oh. Irgendwie, dass, dass alles irgendwie schiefgelaufen ist und er das nicht ganz so wollte. Hier sind überall jetzt, Spezialeinheiten am Start oder so. Aber denen traue ich nicht, weil die haben ja auch damals unseren Wayland direkt über den Haufen geschossen. Deswegen traue ich denen noch nicht so ganz gerade. Wir haben ja gerade Batterien ein bisschen. Huh! Das sieht schon irgendwie cool aus, wie das brennt. Ich weiß auch nicht. Oh, sind wir jetzt mal bald hier raus irgendwie?
Oh, lange Flure, lange Flure, lange Flure. Blutlachen, Leichen. Oh, es wird Kettenmann nochmal kommen. Ich weiß es. Ah, halt! Wir sind hier jetzt da, wo das Hauptspiel angefangen hat. Quasi. Hier irgendwie sind wir reingekommen damals im Hauptspiel. Das hat hier also angefangen. Heißt das jetzt möglicherweise, dass es dann jetzt auch hier endet? Huch, ich wollte das nicht zumachen. Ich dachte, das wäre zu. Hier ist nochmal eine Akte. Die möchte ich lesen. Murkoff, Zeichner, Einrichtung. Warnung, Level Triple Schwarz. Sicherheitsprotokoll inklusive chemischer Fixierung, physischer Fixierung und separater adaptiver Überdruckkammern sind für die gesamte Dauer des Transfers zu nutzen. Chemische Stimulierung für alles Personal innerhalb von 500 Metern zu den Patienten ist nachdrücklich empfohlen. Kommunikationsversuche sollten als Halluzinationen angesehen und ignoriert werden. Gesichtsentstellungen sollten nicht als Zeichen von Verlust der Wahrnehmungsschärfe angesehen werden. Sie sind physisch blind, aber nicht unsehend. Anmerkung: Sicherheitsfreigabe für Projekt Warrider ist nicht gültig für Informationen über die Patienten. Eine neue Sicherheitsfreigabe wird ausgeschrieben und ein dementsprechendes Protokoll ausgerichtet werden. Oh Mann, was die hier gefuscht haben, ne? Ah gut, das war uns ja aber klar, dass die hier nur am Rumfuschen sind. Das konnte ja so nicht sein. Ja, hier waren wir nämlich auch im Hauptspiel direkt am Anfang drin. In den Räumen hier. Genau. Ja, hier ist quasi die Bibliothek, wo wir uns am Anfang beinahe zu Tode erschreckt haben. Da sind wir nämlich rausgekommen. Okay. Da ist zu, da ist uns Kettenmann das erste Mal begegnet da drüben. Im Hauptspiel. Hier geht's weiter, okay. Ich renne jetzt ein bisschen, weil ich so viel Schiss habe. Bitte seht mir das nach. Aber der eine, ich habe also eigentlich nur Angst, dass Kettenmann wiederkommt. Und hier waren wir auch schon mal. Oh, hallo. Nö, der redet nicht mit mir. Wer redet denn mit mir? Ach! Guck dir den Bastard an. Jeremy Blair, der Vorgesetzte meines Vorgesetzten. Ein Mann, der mich hätte häuten, mit Salz bedecken und vergewaltigen lassen, wenn es eine Beförderung und ein paar Martinis bedeutet hätte. Verletzt. Sterbend, wenn er nicht schon tot ist. Ich bemühe mich, ihn zu bemitleiden. Tue ich wirklich. Aber nie im Leben lasse ich mich von ihm davon abhalten, von diesem gottverlassenen Ort zu flüchten. Ich komme nach Hause, Lisa. Ja, hier ist der Eingang. Das heißt, wir kommen vielleicht wirklich raus? Nö. Ah! Ach, du Bastard! Aua! Ach, Mann! Nee! Nicht im Ernst, ne? Wenn der uns jetzt umbringt, dann raste ich aus. Warrider! Ja! Danke, Warrider. Vielen Dank. Kommen wir jetzt echt raus? Das wäre der Oberknaller. Es sind also im Prinzip dürften es nur wenige Stunden sein, bevor Miles damals herkam. Es ist nämlich noch hell draußen. Oder es wird hell oder so. Und Miles kam ja, nachdem die Truppen hier waren. Die Autos standen da ja schon, als wir damals im Hauptspiel hierher gekommen sind. Und die sind gerade erst angekommen. Das heißt, Miles dürfte kurz danach... Oh, die Musik! Kommen wir raus? Kommen wir wirklich raus? Wayland Park! Werden wir überleben? Ich meine, die Szenerie gefällt mir nicht. Wir sind schon wieder am Humpeln. Wie am Ende des Hauptspiels. Uns geht's richtig mies. Aber sollten wir es tatsächlich schaffen? Oh, bitte. Das wäre so schön, ne? Oh, die Vögel. Das sind mal angenehme Geräusche hier. Oh nein. Miles ist schon da. Wir waren gleichzeitig mit Miles da drin. Das heißt, diese brennende Kapelle kann durchaus
Ah, Moment. Die brennende Kapelle war Vater Martin, der am Brennen war. Das haben wir ja im Hauptspiel miterlebt. Und der Warrider ist ja jetzt Miles. Also hat Miles uns vermutlich gerade einfach mal das Leben gerettet. Wir waren also gleichzeitig mit Miles da unterwegs, sind anderen fiesen Gesellen begegnet als er, sind zum Teil aber durchaus an denselben Orten vorbeigekommen, leider nicht haargenau gleichzeitig wie er. Okay, so fügt sich das zusammen, ich verstehe. Dann hat Miles uns eben das Leben gerettet und ich hoffe, dass wir jetzt hier rauskommen. Wir sollen in Miles Auto einsteigen, mit dem er damals hierher kam. Wir erinnern uns. Ja, das ist sein Auto. Zum Glück hat er damals den Schlüssel stecken lassen. Da ist er. Jo, danke Miles, ne? Nee, oder? Jetzt will er uns doch noch kriegen? Ach komm. Okay, ich glaube, er ist entkommen. Ich glaube, er hat es tatsächlich geschafft. Okay, wir haben überlebt und jetzt sollen wir entweder die Sachen hochladen und damit unser Leben zerstören, weil die Leute von Murkoff uns richtig fertig machen werden, wenn wir das alles veröffentlichen. Andererseits, wenn wir es nicht veröffentlichen, wird niemand davon erfahren. Und ich entscheide mich, es hochzuladen. Ich möchte nämlich, dass diese Wichser dran sind. Oh ja, Mann! Ah, ich bin schon wieder ganz aufgeregt. Aber wir haben tatsächlich auch das DLC zu Outlast geschafft. Ich fand es teilweise tatsächlich noch schlimmer als das Hauptspiel. Hier hatte man ja fast gar keine ruhige Minute, oder? Man war nur am Rennen. Und die Leute, die hier hinter einem her waren, ich will sie mal Leute nennen. Also Barbecue-Mann und der Bekloppte da am Ende. Der Schizophrene, der Frauen haben wollte, um sie dann im Prinzip auch nur zu misshandeln. Der dann Männer in Frauen umwandeln wollte, um ihnen Schaden zuzufügen. Also nee, das waren echt keine netten Gestalten. Und selbst Kettenmann kam uns ja mal kurz entgegen, aber zum Glück nur kurz. Ja, also das Spiel ging mir tierisch an die Nerven auch wieder. Ich bin heilfroh, dass ich da jetzt durch bin. Und die Geschichte da drumherum gefällt mir eigentlich richtig gut. Zu sehen, dass wir im Endeffekt tatsächlich gleichzeitig mit unserem Reporter Miles damals unterwegs waren in der Anstalt, dass wir im Prinzip gleichzeitig Ähnliches durchgemacht haben und wir ihn ja damals überhaupt erst angeschrieben haben. Das heißt, wir waren doch ein bisschen länger in dieser Kammer da, in dem Antrieb drin. Und als wir dann freikamen, als der Warrider loslegte, genau da kam im Prinzip Miles hier an und hat in dieser Nacht dasselbe durchgemacht wie wir, nur an ein bisschen anderen Orten und auf eine etwas andere Weise. Und ich glaube, am Ende hat er uns vermutlich das Leben gerettet. Es wirkte zumindest so, als wäre er das jetzt. Auch wenn er uns am Ende nochmal in den Arsch wollte, aber er hat uns ja in Ruhe gelassen. Ja, wir sind rausgekommen. Er hat wirklich überlebt, das freut mich total, dass er überlebt hat. Ich hatte echt Angst, dass es wieder schief geht. Aber nein, Waylon Park hat überlebt und er hat Murkoff Corporation mal richtig ans Bein gekackt. Und das finde ich richtig gut. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und vielleicht kommt ja nochmal irgendwann ein Outlast DLC oder ein ganz neuer Teil. Man weiß es nicht. Aber auch da werde ich mich dann reinstürzen und mir dabei wieder in die Hose machen. Okay, das war's. Bis dahin!